Mit der Ode an die Freude aus der 9. Symphonie Beethovens wurde der Festakt eröffnet. Dort, wo in der Vergangenheit Dutzende das Licht der Welt erblickten, wurde jetzt die Tagesklinik für Augenheilkunde am Landeskrankenhaus Bruck an der Mur eröffnet. Eine strategische Notwendigkeit zum Wohle aller, vor allem der Ärzte und der Patienten. Nun, es ist sicherlich so, dass für den Patienten der Vorteil ist, dass er innerhalb eines Tages wieder zurückkommen kann. Er liegt nicht mehr im Spital, wenn er nicht mehr dort sein muss. Es geht natürlich nur mit ausgewählten Indikationen. Aber dass der Trend in diese Richtung geht, mehr ambulant, mehr tagesklinisch und weniger stationär, ist keine Frage. Früher hat es hier ja die Entbindungsstation gegeben. Die ist nach Leoben gewandt. Richtig. Durch den Verbund Bruck-Leoben, der heuer angedacht ist, wird der stationäre Anteil des Betriebes eher nach Leoben gehen und der tagesklinische Anteil nach Bruck. Es ist überhaupt in die Richtung vorgesehen, dass Bruck das Zentrum der Tagesklinik in der Steiermark wird. Auch der Bürgermeister der Stadt Bruck hat seine Sichtweisen für die neue Augentagesklinik. Aber er war zu Anfang wenig begeistert. Ich bin nach wie vor nicht begeistert. Also es ist schon ein Aderlass, wenn eine gut funktionierende Geburtenstation von einem Krankenhaus wegkommt, vom Ballungszentrum Bruck-Kapfenberg. Aber es ist Geschichte, es ist vorbei und nachzulamentieren hat keinen Sinn. Jetzt geht es darum, ein neues Produkt aus der Taufe zu heben. Es ist die Augenklinik der Obersteiermark hier in Bruck konzentriert worden. Darüber freuen wir uns alle. Und wenn jetzt der nächste Schritt, der Ausbau dieser Tagesklinik, auch ein Anliegen der Gesundheitsplattform und des Gesundheitswesens in der ganzen Steiermark eröffnet wird, so ist das natürlich auch für einen Bürgermeister von ganz besonderer Bedeutung. Ein hervorragendes Team mit dem ärztlichen Direktor und dem Primarius der Tagesklinik für Augenheilkunde, Markus Grasl, sorgen für eine optimale Umsetzung des Leistungsangebotes. Wir haben die Gunst der Stunde genützt und hier im Krankenhaus Bruck an der Mur diese frei werdenden Räumlichkeiten für tagesklinische Operationseinheit, für die Augenabteilung adaptiert. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr zukunftsweisendes Projekt, weil gerade in der Augenheilkunde viele Eingriffe, die grauen Staroperationen zum Beispiel, sind in großer Zahl erbracht werden müssen, weil die Menschen immer älter werden. Und das kann man in einer solchen Infrastruktur sehr, sehr gut bewältigen. Es gibt auch eine politische Verantwortung im Gesundheits- und Krankenhauswesen. Zuständig in der Steiermark ist die Landesrätin für Wissenschaft und Forschung sowie Gesundheit und Pflegemanagement. Das Wichtige ist, was brauchen die Menschen? Was braucht es, um eine optimale Behandlung sicherzustellen? Wir haben in Leoben nicht nur eine gute Geburtenstation, sondern auch eine gute Kinderabteilung. Insofern ist es auf der Hand gelegen, das dort zusammenzuziehen. Aber wir haben hier in Bruck eine ausgezeichnete chirurgische Versorgung. Und dass jetzt die Katarakt, sprich die Staroperationen tagesklinisch gemacht werden, ist eine wirkliche Weiterentwicklung im Sinne der Patienten. Denn wir wissen auch aus wissenschaftlichen Studien, dass man sich zu Hause immer noch besser erholt als im Krankenhaus. Abgerundet kann man sagen, für rund 40.000 obersteirische Patienten und Patientinnen ein guter Blick in die Zukunft.